da war auch der Typ. Also der stand da einfach und hat uns beobachtet. Und ich hatte so krasse Angst, ich habe den Typen gesehen, ich habe erstmal aufgehört zu atmen. Also ich konnte kaum noch regelmäßig atmen. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Selina und heute gibt es mal wieder ein Gruselvideo. Der Engel ist im Moment voll auf seinem Trip, beziehungsweise wir sind eher auf unserem Trip, weil wir so viel recherchieren, dass ich nicht mehr in meinem Zimmer schlafen kann, weil Lina Angst hat. Wir haben heute recherchiert, was für Anzeichen es haben kann, halt wenn ein Geist in deiner Nähe ist oder halt in deiner Wohnung. Und wir haben mehr als 11 Anzeichen und mehr als die Hälfte trifft einfach zu. Das erste Anzeichen ist unerklärliche Geräusche. Und Leute, ich denke zum Beispiel an das Geräusch von gestern, als ich da oben war an meinem Bett und den Engel berühren wollte. Und da war ja auch dieses komische Geräusch. Oder wenn ich öfters zu Hause bin, also beziehungsweise das war eher früher, da waren auch so ganz komische Geräusche und ich wusste nicht, von wo die kamen. Das zweite Anzeichen ist halt, dass elektronische Geräte sich von selbst anschalten bzw. ausschalten. Bei uns, ich habe es auch, glaube ich, vor 4 Monaten in einem Video erzählt, beziehungsweise auch im Gruselvideo, da habe ich erzählt, dass früher, als Alina und ich ein Zimmer zusammen hatten, der PC sich von selbst angeschalten hat. Und das ist auch mal in meinem eigenen Zimmer passiert, Leute, und mit demselben PC. Also ich dachte, ja, okay, vielleicht ist irgendwas kaputt. Aber nein, ich kann mich sogar erinnern, Alina und ich haben damals zusammen Sims gespielt und ich habe das ausgeschaltet. Also ich habe auf Ausschalten geklickt. Und dann ist er einfach angegangen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und er war aus. Der steckt aber nicht mehr drin. Das kommt auch noch dazu. Also, ja, das ist halt auch so ein Fakt. Der nächste Hinweis ist, dass sich Objekte von selber verschieben, beziehungsweise einfach selber bewegen. Und Leute, vorhin ist was sehr Komisches passiert. Und zwar, ich habe da mit Inga gechillt in meinem Zimmer ganz normal und dann plötzlich war da so ein Teller auf meinem Sofa mit dem Löffel und der Teller ist mit dem Löffel runtergeflogen. Also von selber, wir haben gar nichts gemacht. Man weiß nicht, was genau dahinter steckt. Schon creepy, wenn man es bedenkt. Ein weiterer Hinweis bzw. Anzeichen ist halt, dass Objekte verschwinden und dann komplett irgendwo anders auftauchen. Also zum Beispiel jetzt bei mir ist halt manchmal so, ich lege mein Akkukabel dahin, auf einmal liegt dann auf meinem Tisch. Weil ich lege mein Akkukabel eigentlich immer auf meiner, bei meinem Sofa halt, da ist so ein Ding. Und so eine Art Abstellplatte sozusagen. Und ich stelle das da immer hin, aber nein, eigentlich ist es dann auf einmal hier auf meinem Tisch. Also das verstehe ich auch manchmal nicht. Oder zum Beispiel die Wachsstreifen, mit denen ich Alina letztens gewachst habe, die lagen auch da und jetzt sind die komplett weg. Also ich finde die gar nicht mehr. Ich habe mein komplettes Zimmer durchsucht, habe unter meinem Bett geguckt, nichts. Also das nächste Anzeichen ist zum Beispiel, dass Schatten an Wände auftreten. Bei mir war es früher so, dass ich mit Selina früher unser Zimmer geteilt haben und wir hatten halt ein Hochbett. Sie lag unten und ich lag eben oben. Und ich habe ganz oft von der oberen Schicht, sage ich mal, gesehen, dass auf unserer Wand öfters so ein Schatten war von so einem Typen, der halt so einen Mantel anhatte mit so einem Hut. Leute, das ist doch creepy, oder nicht? Dann konnte ich mich immer nicht bewegen, weil ich solche Angst hatte, weil ich dachte mir so, was ist das oder was soll das oder, also, sehr merkwürdig. Dieses Anzeichen ist sozusagen mein Lieblingsanzeichen, denn es trifft auch zu. Das ist mein Lieblingsanzeichen und zwar stand da halt, dass Haustiere oder allgemein Hunde, Katzen, sonst was, ganz dringend, also beziehungsweise sehr aufdringlich gegenüber Geister wirken. Also das heißt, sie können einen Geist sehen und ihn auch verfolgen, beziehungsweise auch riechen. Und Katzen und Hunde können die riechen und so allgemein so andere Haustiere können die halt nur sehen und reagieren dann panisch. Also immer wenn Tyler und Brownie in Alinas Zimmer sind, wollen die direkt raus. Also sie wollen wirklich raus. Und wenn dann die Türe zu ist, dann springen die auf Alinas Bett und werden extrem hysterisch. Also imaginäre Freunde lasse ich weg, weil das... Hä, doch, hattest du nicht mal imaginäre Freunde? So Patricia. Stimmt, die hat doch imaginäre... Doch, erzähl es. Aber das hat... Die hat doch, die hatte doch damals, als sie doch klein war, eine Freundin. Die ist Patricia oder so. Das war voll krank damals. Also, ja. Ja. Immer bevor sie hat geschlafen, da hat sie gesagt, Guten Nacht, Alina, Guten Nacht, Patricia. Patricia, Annabelle ist doch dasselbe. Ich habe sogar Patricia gemalt. Leute, das nächste Anzeichen ist sowas von krank. Es geht um imaginäre Freunde. Und das Ding ist, ich habe gerade echt lange überlegt, ob sowas überhaupt auf mich zutrifft. Wie fühlst du das auf uns? Ja, aber Seda hat mir den Tipp gegeben, dass ich persönlich damals als Kind eine Freundin hatte namens Patricia. Sie hat es nie gegeben, aber Alina hat sie gemalt. Und immer bevor wir schlafen gegangen sind, hat sie immer gesagt, ja Patricia, geh hoch. Also die hat halt immer leichter. Und Patricia dürfte immer zuerst die Treppe hochgehen. Ja!
Und dann sagt sie, gute Nacht, Patricia, gute Nacht, Cindy. Ich bin so, Digga, stimmt, weil Selena lag immer unten und ich habe gesagt, gute Nacht, Patricia, gute Nacht, Selena. Und ich habe sogar Patricia gemalt. Oh mein Gott, ich weiß sogar, ich habe mal sogar, ihr kennt ja bestimmt aus der Grundschule diese großen Malblöcke da, diese DIN A4, wo man dann halt so zeichnen kann. Stimmt, und sie hat Patricia einen Freund gemalt. Ja, ich habe dann war, also meine Malfigur war dann, ich glaube, 1,30 groß. Das waren 30 Blätter. Ja, naja, die war halt 1,30 groß auf jeden Fall. Also ist nicht so klein für eine Zeichnung, sage ich mal. Und ich habe die dann mit Tesa zusammengeklebt und habe dann Patricia gemalt. Und dann bin ich mit Patricia durch die Wohnung rumgelaufen. Das verstört mich gerade echt krass. Also die hat halt also guck, die hat ihr einen Freund gemalt. Und dann hat sie Patricia gemalt. Und dann hat sie Patricia so ausgeschnitten, also halt so in Strichmännchenform, weil sie konnte noch nie zeichnen. Und dann hat sie ihre Hand genommen und hat Jassen immer mal geklaut und kaputt gemacht. Stimmt. Und dann war Alina so sauer. Die so, du tust Patricia weg. Ich bin so, Digga, wer ist Patricia? Yeah. Und deswegen, ich war voll eifersüchtig auf die. Patricia durfte immer auf Alinas Bett. Ich durfte nie auf ihrer Leiter. Stimmt. Ich habe sogar diese Zeichnung so getragen, halt wie so eine... So wie so ein Baby. Ja, wie so ein Baby. Und hab dann meine Zeichnung so auf mein Bett so hingelegt. Und ich meinte so, Cinna, will, du gehst auf mein Bett, das ist Patricia. Du darfst nicht auf Patricia drauf. Und das verstört mich gerade voll. Das sie hat eine Zeichnung, beziehungsweise einen imaginären Freund. Voll psycho. Vorgezogen. Alter, ich finde, das triggert mich gerade voll. Patricia hatte so lockige Haare. Aber so richtig hässliche. Ich höre. Ihr wisst ja alle, unser Tastsinn ist einer der stärksten Sinne, die wir haben. Und deswegen versuchen die Geister halt mit Berührungen an unserer Haut, halt so leichte Streifungen oder auch, also am beliebtesten ist halt hier am Oberarm und an der Hand. Dazu kommt noch, dass die halt auch manchmal einen schlagen wollen, beziehungsweise wenn du schläfst und am nächsten Morgen mit extremen blauen Flecken aufstehst, dann bedeutet halt, dass ein Geist dich wahrscheinlich geschlagen hat oder du schläfst einfach wie ein, keine Ahnung was. Und dazu kommt noch, dass halt entweder ein Geist dich auch noch halt anstupst oder halt allgemein nur berührt. So wie bei mir. Da hat mich doch jemand so an der Hüfte angestupst, Alter. Und ich wurde geschubst. Das nächste Anzeichen ist, dass es kalt wird an einer Stelle. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben das sogar in dem Video erwähnt gestern. Wir waren ja in dieser Ecke, da war mein Bett und plötzlich wurde es kalt. Und hier in der Ecke ist es ja voll warm. Ja, voll warm. Aber da hinten ist es kalt. Okay, es könnte jetzt vielleicht an der Hauswand liegen oder sonst was, weiß ich was. Aber in den anderen Ecken ist es auch warm. Also da gibt es gar keinen Sinn. Und auch nur da in der Nähe, wo dieser Engel da hängt, ist es kalt. Zum Beispiel hier ist ja auch, dahinter ist auch nichts. Also einfach eine andere Wahl. Also da ist einfach nichts dahinter. Ja, und viele Geisterjäger, sag ich mal, sagen auch zum Beispiel, dass dieser Temperaturunterschied auch viel damit zu tun hat, ob da ein Geist ist oder eben nicht. Beziehungsweise die nehmen es halt als Anzeichen. Ja, die messen das mit so einem Gerät. Also Ali hat euch ja auch vorhin gesagt, dass sie halt einen Typen gesehen hat mit so einem langen Mantel und einem Hut. Aber bei mir war es halt komplett anders. Also der Typ war nicht an der Wand, sondern der stand wirklich da bei meiner Türe, also da halt, wo jetzt Inga sitzt, da war auch der Typ. Also der stand da einfach und hat uns beobachtet. Und ich glaube, da war ich so 8 oder 9 und Alina und ich haben ja trotzdem weiterhin auf unserem Hochbett geschlafen. Mhm. Und ich hatte so krass Angst, ich habe den Typen gesehen, ich habe erstmal aufgehört zu atmen, also ich konnte kaum noch regelmäßig atmen. Ich habe den gesehen, ich so, Alina, öffne jetzt dein Licht, weil ich konnte meine Hand nicht ausstrecken, Leute. Stimmt, dann haben wir mal ausgemacht, wer das Licht öffnet, gell? Und ey, wir haben nie ausgemacht, wer das Licht anmacht. Ich hab dich angeschlossen, weil ich Angst hatte, mein Licht anzumachen, weil ich meine Hand nicht bewegen wollte. Ich schwöre euch, Leute, ich hab's mir nicht eingebildet. Da stand jemand an meiner Tür und das war jede Nacht so. Und deswegen habe ich auch meistens mein Licht angelassen und dann halt genau an der Nacht habe ich dann gesagt, Alina, öffne dein Licht, weil ich konnte mich nicht bewegen. Ich war so in einer Schreckstarre, dass ich meinen Körper nicht bewegen konnte. Also ich finde das allgemein schon voll gruselig, weil heutzutage, ich sehe noch immer diesen Typen, aber jetzt steht er an meinem Fenster. Deswegen sind meine Rollladen immer runter, weil meine Rollladen unten sind, sehe ich den nicht. Leute, der nächste Punkt trifft so krass auf mich zu, und zwar, dass man sich beobachtet fühlt, obwohl niemand da ist, obwohl niemand in dem Raum ist. Zum Beispiel, als wir letztens dieses Geistervideo gedreht haben, war es so, dass Inga schon die Lichter abgebaut hat und ich war dann nur mit dem Engel alleine im Raum. Und ich meinte zu Inga schon so, nein, lass mich bitte nicht alleine mit dem Engel in dem Raum, weil ich habe mich so krass beobachtet gefühlt. Ich wollte, keine Ahnung, es war so ein komisches Gefühl. Es war einfach so, als ob mich immer die ganze Zeit beobachtet und niemand ein Auge auf mich hat. Und
Ich habe mich einfach beobachtet und gestalkt gefühlt. Und ich glaube, jeder kennt diesen Moment. Also eure Mutter schickt euch runter in den Keller, ja. Ihr holt es dann und dann macht ihr das Licht aus und rennt wie Flash nach oben. Nur weil ihr Angst habt, dass da aus dem Nichts jemand kommt. Ich glaube, jeder kennt das. Aber ich denke immer so im Keller, ja, ich renne schnell hoch, weil ich mir denke so, ja, jemand holt mich oder so. Ja, nimmt man Angst, so dass vor allem so eine Gestalt aus nichts auftaucht. Ja. Und ich bin nicht die Einzige, die immer hinter Türen schaut im Keller. Dieses Anzeichen stimmt eher auf Inga zu, weil da stand halt, dass die Geister danach rufen, flüstern oder irgendwo leise Musik erscheint, die halt gar nicht so typisch ist. Und Inga hat uns letztens erzählt, dass sie halt gehört hat, dass jemand ihren Namen geflüstert hat. Also... Ja, aber man hört auch voll oft so irgendwie so eigenen Namen manchmal, obwohl dich niemand gerufen hat. Ja, so draußen, ja, aber so zu Hause, nein. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm. Wir zwei haben den Engel angefasst, aber Inga noch nie. Warum eigentlich? Sie will nicht mehr verflucht sein. Achso, by the way, Leute, ich habe vorhin den Engel wieder aufgehangen, weil Alina hat ihn halt abgehangen. Hat gesagt, ich verfluche dich. Das kommt in einem anderen Video online und Achso, by the way, Leute, der Engel hat noch ein Bein, also Alina hat vorhin mit dem Engel zu mir gesagt, ich verfluche dich, das kommt in einem anderen Video online. Und ja, wenn ich sterbe, reiß dich in meinen Rücken, keine Sorge. Sorry. Ja, sollte auch leid tun. Und auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, häng den Engel wieder auf, ich habe den Engel aufgehangen. Und ja gut, dann ist halt sein Bein runtergefallen in eine Ecke, die ich halt nie wieder öffnen kann, beziehungsweise da steht halt ihr Bett. Und da ist auch kein Platz dazwischen, das heißt... Sein Bein bleibt jetzt. Da. Das heißt, du hast Pech. Ja, du hast mich verflucht, da klar hab ich Pech, Alter. Leute, es ist sehr wichtig, dass ihr die Vorgeschichte von eurem Haus, von eurer Wohnung, von eurem Gartenhaus, Villa oder was weiß ich auch kennt. Bei uns ist es ja so, dass wir wissen, dass hier eine Oma gestorben ist in Selinas Zimmer. Wir wissen aber nicht, wer war diese Person. Wurde sie alleine gefunden? Wie ist sie denn genau gestorben? Also, recherchieren ist immer gut. Das ist sehr wichtig, weil stell dich mal vor, die Person war, keine Ahnung, von Anfang an sehr böse oder hatte einen qualenvollen Tod und ihr wisst nichts darüber und dann spukt ein Geist in eurer Wohnung rum und ihr wisst nicht warum. Ein Hinweis, der auf mich zutrifft, ist halt, dass man einen blutigen Geschmack im Mund hat oder halt extrem krasse Kopfschmerzen, nachdem man in der Nacht einfach aufsteht und da nicht mehr einschlafen kann. Also bei mir ist halt öfters der Fall, dass ich einfach mitten in der Nacht aufstehe. Und dann halt meistens aufs Klo gehe und dann halt noch Tabletten nehme, weil ich habe so krasse Kopfschmerzen manchmal. Und immer wenn ich aufstehe, habe ich das Gefühl, irgendwas in meinem Mund blutet. Dann muss ich ja, okay, ich habe eine Zahnspange und dann blutet halt mein Mund manchmal auch wirklich. Aber das passiert mir auch voll oft. Ja, sag mir einfach, das mit dem Blut liegt einfach an der Zahnspange. Aber das mit den Kopfschmerzen, ich habe mal, glaube ich, 7 Tage lang täglich Kopfschmerztabletten genommen, weil ich so krasse Kopfschmerzen hatte. So Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.